Hallo und herzlich willkommen zu einer weiteren Folge von Let's Play Fallout 4. Immer noch auf dem Weg zu... Alles klar. Wo wollten wir hin? Summerville, genau. Um den Siedler zu... Also wahrscheinlich... Es ist so... Gibt gar nichts. Quest. Siehst du? So kennst du, ne? Wieso? Es ist ein Hund. Ist das ein kleiner Köder? Na. Was ist dann schlimm? Wenn man ihn höchstens nicht trifft. Wo seid ihr denn? Na. Klar, dann hätten wir das ja auch geschafft. Dann sind wir ja schon mal glücklich. Bis an unser Lebensende. Da hinten brennt was. Brennen heißt menschliche Einwirkung oder Blitz. Menschliche Einwirkung heißt, ich bin glücklich. Glücklich. Vor allem. Hallo. Scheiß Wetter, ne? Immer nur am Rechen. Wir könnten wirklich deine Hilfe gebrauchen. Ja. Was denn überhaupt so? Was brauchst du? Wir haben ein Nest mit richtig fiesen Käfern hier um die Ecke. Wenn nicht bald jemand das Nest säubert, werden wir ein mächtiges Problem haben. Das wirklich Blöde an der Sache ist, dass der Ort sich super für eine neue Siedlung eignen würde. Ich kenne ein paar Leute, die sich sofort da niederlassen würden, wenn es sicher wäre. Wenn du dafür sorgst, dass die alte Werkstatt dort intakt bleibt, kann bei einer späteren Besiedlung leicht wieder alles aufgebaut werden. Ja. Weißt du, wo dieser Ort ist? Sogar ziemlich genau. Ich hoffe, du findest sie und löscht sie aus. Aha. Ja. Was zur... Was ist das? Was ist das? Wieso fragt der Typ mich von hier unten links, ne? Wo sind wir denn überhaupt? Hier, von unten links. Das hier oben. Also, was ist das? Was ist das? Was für ein Sinn ergibt das? Das ergibt gar keinen Sinn. Das ist total bescheuert. Hä? Ich frag doch hier in Mainz. Geh auch nicht auf die Straße und sag, ja, entschuldigen Sie, wie komme ich denn von hier zum Times Square? Da gucken die mich auch blöd an. Was ist das? Und wieso ist hier radioaktive Strahlung? Direkt am Spawn. Was ist das für eine Kacke? Ja, natürlich. Der Spawn ist direkt neben den Fässern. Alles klar. Ich glaub's auch. Wir sollten uns hier nicht zu lange aufhalten, Blue. Ach Quatsch, Red. Ist ja rot, nicht yellow. Du willst mir nicht ja etwa sagen, dass das Haus da hinten die so eine Kacke, dass das so eine Siedlung sein soll? Wer kommt denn auf so eine bescheuerte Idee? Das ist ein scheiß Haus. Ein Haus. Mitten im Irgendwo. Nicht gut angebunden, nicht zentral. Ja gut, zentral ist unsere Burg auch nicht und ich finde es trotzdem eine super Gegend. Aha, ich glaube, wir sind vergiftet. Kann das hinkommen? Wow. Ich muss was nehmen. Da haben die ja Tatsache... Aber wo? Nein. Schon besser. Dann noch hier. So. Und den nächsten. Töt ihn! Aua. Och, komm.
Ich habe hier eine Idee vielleicht. Es geht los. Ja, das war effektiv, fand ich. Hey ho, let's go. So, was genau? Oh, Scheiße! Ja, das war jetzt natürlich ganz schlecht. Ja! Ich weiß nicht, was hier aus dem... Nicht allein, Blue. Nee, wirklich, wie kommst du denn da drauf? Also das ist ja... Huch. Hä? Hey, irgendwas Dickes muss da sein. Hey, wer hat dir erlaubt, dich zu verstecken? Ja, ehrlich. Mal gucken. Die sind wohl endgültig verschwunden. Ja, ich habe trotzdem noch das Gefühl, dass sie hier was sei. Außerdem sind hier geile Flaschenkürbisse. So. Ich würde vielleicht erstmal den anderen töten. So. Dann. Nein. Können wir jetzt. Na ja. Mach's halt so. Das finde ich halt extrem scheiße immer. Das im Wett sich das halt bewegt. Okay, das ist vielleicht nicht so schlimm. Aber diese. Dass man die dann halt nur so scheiße auch im Wett auswählen kann, die einzelnen Ziele. Ja, holla die Waldfee, das ist nicht schlecht. Oh, Margarets Notizen. Aha. Diesen Albtraum hatte ich schon mal. Ja. Ich jetzt noch nicht. Geschafft. Ja, würde ich auch alles mitnehmen. So, was genau? Sollte ich jetzt... Ah, so. Ja. Nice. Ich werde alles abreißen. Wir kennen das ja, ne? Es wird nicht mehr benötigt, also wird's abgerissen. Ich kann leider nicht das ganze Haus hier abreißen, das wäre zu schön. So, ein Auto. Was war das? Oh. Ja, ich hab keine Ahnung. Ein Reifen. Den Reifen auch? Nee, schade. Weil das ist ja schon ein schönes Haus, so hier. Was meinst du, was das war? So ein Strandhaus, keine Ahnung. Du bist die Journalistin, du musst Sachen herausfinden. Oh Mann. Ganz ehrlich, den Scrap, der hier rumliegt, ne? Der ist halt auch nicht schön. Den kannst du halt schon mal wegmachen. Oder auch so Bäume. Ich bin kein Freund von Bäumen. So. Noch mehr Holz. Oder ist aber von nicht so gezielt platzierten Bäumen. Hm? War aber irgendwas. Ach, egal, ich will mich dafür. Was ist das? Und warum bist du im Wasser? Das ist ein bisschen radioaktiv. Ach, ich frag bei dir einfach nicht. Die ist ein bisschen kaputt im Kopf. So. Ja, die Lampen kommen auch weg. Der Grasvernichter sowieso. Der Mülleimer Deckel können auch weg. Jo. Hier die Steine, der Beton kann auch weg. Braucht kein Mensch. Sieht auch ein bisschen schöner aus ohne. Ich würde fast sagen, ich verschönere das Ganze hier.
Ein Rettungsring, genau. Die Laternen können auch weg. Eine Tür sowieso. Kein Mensch braucht Türen. Die Tür kann ich nicht abreißen. Ein Emaille-Eimer. So. Kann ich in der Werkstatt überhaupt irgendwas entfernen? Kann ich in diese Werkstatt überhaupt rein? Wo schaffe ich das? Tier. Junge, Tier. So. Muss man mir schon lassen. Die Küche kann auch komplett weg. Braucht kein Mensch. So, hier Tassen auch. Keramik und so. Alles braucht kein Mensch. Niemand braucht was. So, hier. Noch mehr Möbel, die ich wegmachen kann. Telefone und Schlafsäcke und Station. Ist total sinnlos. So. Das Sofa soll eigentlich auch weg. Piper, könntest du bitte aufstehen? Danke. Ja, hier sind einfach wieder dieses Viecher. Hier sind auch keine Leute, ne? Wir brauchen keine Betten. Ein Ottomane. So, die Dinger hier, ein Beistelltisch, ein Teppich auch wieder. Überseekoffer, ein Safe, ein Schreibtisch, PC, Aktenschrank und noch ein Schlafsack. Die Leiche kann ich leider nicht wegmachen. Eine Toilette. Ist sonst nichts. Ah, das Bild. Hier, den Bilderraum. Ah, den Bilderraum auch noch. Und den hier auch. Und ja, da wird sogar die schirmlose Tischlampe weggemacht. Ja. Da sind noch ein paar Dinge. Hier, Baumgruppen und ja, das wird es wohl gewesen sein. Transfer. Alles nehmen. Komm schon, Blue. Ich nehme dir was ab, bevor du noch zusammenbrichst. Ja. Hey. Dann nimm doch bitte mal den Beton. Ah, okay. Und das Gummi. Ja. Was? Piper kann ich mehr tragen? Kann den Tisch wenden? Hm? Dann muss ich halt Sachen fallen lassen. Das geht natürlich auch. Hier Beton. Ja. Ah. Das ist jetzt nicht das, wo ich sagen würde, oh, kein Beton. Was aber? Ich aber nicht. Ist jetzt nicht so das seltene Material, ne? Also. Das kann man den schon verlinken. Vor allem auch, weißt du, da waren so ein paar Blutkäfer, ne? Dann komm ich dahin, Wanda kommt dahin, boom, alles abgerissen. Weißt du, da wären die, glaube ich, besser bedient, wenn die da mich niemals gefragt hätten. Und, ja. Aber was so. Oh, wir haben Menschen mehr. Das finde ich gut. Wir wollen erstmal alles lagern. Und natürlich im Bettensaal ein neues Bett aufstellen. Warte mal. Naja. Das ist vielleicht ein bisschen platzsparender auch. So. Und wir haben wieder ein Bett mehr. Ist doch perfekt.
So, jetzt wollte ich noch zu den Händlern, die müssten ja auch hier unten sein. Hier, genau. Hier draußen muss man sich von Tag zu Tag hangeln. Ja, ja, ja. Weißt du, was für mich ein guter Tag ist? Entschuldigung. Hallo, kannst du... Ich habe bestimmt Sachen, die du gebrauchen kannst. Ja. Sag mal, was du so hast. Hier ist mein Angebot. Aha. Ja. So. Das Ding brauche ich ja eigentlich nicht, habe ich dann ja festgestellt. So, Huch. So, Notizen, unwichtig. Munition verkaufen ist da schon ein bisschen. Das mache ich nicht. Okay. Ja, das geht schon eher. Ja, ja, komm hier. Wohltat. Verlässt es Wohltat. Du solltest mich nicht mal unterdrücken lassen. Ich schau mal, was du hast. Sag mir, was du haben möchtest. So. Aha. Irgendwo. Kinderkrippe Greentop. Grünhäute. Okay. Hey. Wohin? Hast du noch Sachen? Beton hast du, natürlich. Okay. Was ist denn da los? Ja, ich frage einfach. Nö, ist besser. So. Der ist nicht zugewiesen. Da könnte man... Ich weiß jetzt gerade keine weitere Beschäftigung. Jetzt wichtig wäre vor dem Skill. Ressourcen, Wasser, die brauchen ja keine Menschen, ne? Sonstiges, haben wir da irgendwas? Plünderstation. Ein Pranger, ein Frisurstuhl, ein OP-Stuhl. Ein OP-Stuhl wäre halt echt lustig. Ne, so Frisier und OP-Stuhl. Ja, die Bar habe ich ja nicht. Das Problem. Ach komm, machen wir den OP-Stuhl. Oder? Nee, nee, nee. Das fährt ich irgendwie gerade für sinnlos. Weiter will ich ja nicht. Käfige. Also die Käfige brauchen keine Leute, was? Das brauchen Leute. Arenen, ja, aber. Kochherd. Das sind auch alles Sachen, die nur ich benutze, ne? Kleidung, das ist... Moral, ja. Schutz, Energie, Dekoration. Ja, da würde ich... behaupten, es ist am einfachsten, wenn er erstmal Schutz macht für die Stadt. Also es ist ja nicht so, dass das sinnlos ist. So. Ne, hier so direkt den Eingang schützen. Hat er. Das sah ja sogar nach einer guten Waffe aus. Nett, nett, nett. Ich würde aber sagen, ich mache erstmal Cut. Bis dahin und ja. Ich mache noch keinen Cut. Ich rede erst mit den Leuten hier. Ich werde die Quest ja komplett an Mensch schon abschließen. Mm-mm. Ja. So ist das nun mal. Da will man lieber... Ne, weil sonst streckt sie so eine Quest über 2 Folgen. Und das fände ich auch ein bisschen... Naja, wäre bescheuert. So, hi. Hast du dich schon um unser kleines Problemfleckchen gekümmert? Ja, ich hab's abgerissen. Ich hab den Laden gesäubert. Sollte jetzt sicher sein. Deine Freunde können also kommen. Ach, schön mal ausnahmsweise ein paar gute Neuigkeiten zu hören. Übrigens, wir haben beschlossen, die Minutemen zu unterstützen. Wir müssen uns gegenseitig helfen, wenn sich die Lage verbessern soll. Jo, das ist richtig.